Nein! Heute wollte ich abreisen und da kommst du. Warum hast du denn nicht angerufen? Ach, wird sich deine Mutter freuen. Lass sie anschauen. Gut schaust du aus. Na, bis auf die Augen. Die sind ja eine Spur zu traurig für eine so überraschende, freudige Heimkehr. Kann man dir denn gar nichts verheimlichen? Wenn man kein eigenes, nennenswertes Leben mehr hat, dann lebt man durch die Kinder und Enkel und Urenkel. Wo ist Mama? Bei der Beerdigung. Sie wollte Mittag zurück sein, aber jetzt komm, ich mach dir eine Schokolade und dann erzählst du mir alles. Gleich, ich muss nur noch die Koffer hochbringen. Und dann muss ich noch mal weg. Was? Wohin denn? Das kannst du mir nicht antun. Ich muss doch noch zu Katharina. Da könnten wir ja zusammenfahren. Nein. Ich weiß, wo der Hof ist. Ich war schon zweimal da. Du warst bei Katharina? Natürlich. Irgendjemand muss sich ja um die standesgemäße Erziehung deiner Tochter kümmern. Und wie geht es ihr? Ich erzähl's dir im Auto. Nein, jetzt, sag schon bitte. Darf ich mitkommen? Nein, nein, Sie haben das schon richtig verstanden. Baalbek tritt vom Kaufvertrag zurück. Guldenburg, das war der Traum meiner Mutter, nicht meiner. Und der ist nun ausgeträumt. Ich hoffe, das wird keine Probleme geben. Sascha Guldenburg wird sicherlich Verständnis haben für Ihre veränderte Situation. Er hat ja auch noch andere Interessenten. Tja, wirklich, es tut mir so leid, Ihre Mutter. Hamburg wird nicht mehr das sein ohne diese große Unternehmerin. Sie werden etwas Geduld mit mir haben müssen. Entschuldigen Sie, Fräulein Baalbek. Ihr Bruder war hier. Hier? Wer sagt das? Der Herr vom Partyservice. Er sei erst nach oben und dann wieder gegangen. Entschuldigen Sie mich einen Augenblick. Kommen Sie mit. Schieße! Martin? Ja? Ist Frau De Angeli da? Nein. Wieso? Mama ist doch da. Danke, mein Junge. Moment mal! Frau De Angeli!
kein Grund zur Aufregung. Ich wollte mich nur von Ihnen verabschieden. Allerdings dürften meine Abschiedsworte etwas unflätig ausfallen. Und Sie sind sicher nicht für zarte Kinderohren geeignet. Bringen Sie Martin raus, Gertrud. Aber bitte. Na komm. Ja. So sieht ein Muttermörder aus. Wie gefalle ich Ihnen? Nicht schlecht, Herr Balbeck. Sie machen mir keine Angst. Nein. Jetzt vielleicht. Herr Balbeck. Oh. Sagen Sie ruhig Jan zu mir. Sie kennen mich doch besser als ich mich selbst. Setzen Sie sich. Das Erbe der Guldenburgs, da schau einer an. Sie irrt, von Furien getrieben, von einem Zimmer des leeren Schlosses zum anderen, macht alle Lichter an, wie um von jeder noch so dunklen Ecke Guldenburgs Besitz zu nehmen. Im Salon bricht Margot Balbeck dann erschöpft zusammen. Vor ihr steht ihr Sohn. Mitleidlos schaut er auf sie herunter. Hilf mir, flüstert sie kraftlos. Aber von diesem Mann hat Margot kein Mitgefühl mehr zu erwarten. Noch einmal flüstert sie Jan. Dann schwinden ihre verwirrten Sinne. Hübsch. Sehr dramatisch. Als wären sie dabei gewesen. Nur, sie waren nicht dabei! Ich war dabei. Ich war nur wenige Schritte von ihr entfernt. Es stimmt. Sie hat mich angeschaut. Aber sie hat nicht um Hilfe gebettelt. Sie wusste, dass es umsonst gewesen wäre. Sie hat mir alles genommen. Zuerst ihre Liebe, dann ihren Respekt, dann unsere Firma. Und als nichts mehr übrig war, meine Selbstachtung. Sie hat einen Mörder aus mir gemacht. Muttermörder. Was waren ihre letzten Worte? Frau De Angeli. Ist alles in Ordnung? Bringen Sie Martin weg. Ja. Bitte, Gertrud. Schnell. Ja. Überschrift? Nachruf. Keine Angst. Nicht Ihr Nachruf. Meiner. Damit Sie sich nicht wieder irgendwelche Halbwahrheiten aus den Fingern saugen müssen, werde ich Ihnen ein bisschen dabei helfen. Also los, schreiben Sie. Tut mir leid, Herr Balbeck. Ich kann nicht. Oh doch. Das können Sie. Denken Sie doch nur an Ihre nächste Titelstory. Muttermörder diktiert seinen eigenen Nachruf. Jan Balbeck schießt sich eine Kugel in den Kopf. Oder noch besser, Jan Balbeck bringt Achim Lauritzen um. Jan Balbeck erwürgt seine Schwester. Wie hätten Sie es denn gern? Sie können sich die Schlagzeile noch aussuchen. Schreiben Sie. An einem grauen Wintermorgen im Jahre 1950 blickte Jan das Licht der Welt. Der lange erwartete Erbe des Bierimperiums der Balbecks war unter Schmerzen geboren. Und hätte schon bei seiner Geburt beinahe seine Mutter umgebracht. Ich hab's ja dann doch geschafft. Jan Balbeck ist bei Frau De Angeli und er bedroht sie.
Bitte kommen Sie sofort. Gertrud, was ist denn passiert? Frau D'Angeli wollte, dass ich Martin in Sicherheit bringe. Kann ich ihn bei Ihnen lassen? Ja, natürlich, komm. Aber ich will mit. Bitte. Pass mal auf, mein Junge, ich fahre mit Gertrud hinüber und wenn alles in Ordnung ist, dann holen wir dich wieder, okay? Fahren Sie mir nach. Ja, danke. Sei vorsichtig, Jan Balbeck kann gefährlich sein. Komm, ich zeig dir was. Albeck, was machen Sie hier? Was haben Sie hier zu suchen? Einen kleinen Besuch, mir um. Bei meiner Biografin. Sie kommen übrigens auch ziemlich schlecht weg im neuesten Opus. Das Erbe der Goldenburgs müssen Sie unbedingt lesen. Das Doppelleben des flotten Barons. Also, Albeck, seien Sie nicht unbedingt. Mich schubst keiner mehr rum, Mehrungen. Es ist alles in Ordnung. Gott sei Dank. Was ist denn passiert? Wo ist Martin? Hm? Auf Guldenburg. Ja. Ach. Ein Albtraum. Dieser Mann ist verrückt. Ich dachte, er bringt mich um. Wir müssen sofort die Polizei verständigen, bevor er völlig durchdreht. Beruhigen Sie sich, Frau D'Angeli. Sehen Sie, er hat mich gezwungen, das hier zu schreiben. Seinen Nachruf. Ich wusste nicht, was ich machen sollte. Wenn jetzt irgendwas passiert, dann... Man kann nicht mit Dreck werfen, ohne sich dabei selbst die Hände schmutzig zu machen. Der Dreck sollte die Guldenburgs retten. Na, was hast du vor? Mit Tina nach Brasilien? Ich bleibe hier. Ich bleibe auf Guldenburg. Da weißt du nicht, Guldenburg wird verkauft? Ja, und ich werde es kaufen. Du? Kaufen? Ja, ich werde Sascha auszahlen. Ja, mein liebes Kind, das kostet mehr, als du in deinem Sparschwein hast. Ich hab genug. Wenn ich mich in der Aufregung nicht verfahre, dann sind wir in einer Stunde da, aber jetzt habe ich genug von der Geheimniskrämerei. Jetzt will ich alles genau wissen, von A bis Z. Als Großvater habe ich ein Recht, auch am Unglück meiner Enkel teilzunehmen, nicht nur an ihrem Glück. Also, du kommst in Brasilien an. Und dann? Na, erzähl. Frau Krüger, wo ist mein Kind? Spazieren. Gerade sind Sie vor. Oh, in den Dünen. Ja, halt, Nane! Lass Sie mal, Frau Krüger. Sie kann es doch gar nicht mehr erwarten. Ja, aber Tobias ist bei dem Kind. Ja, wie denn? Schon wieder aus Wien zurück? Ich war doch gar nicht weg. Und ich fahre wahrscheinlich gar nicht weg. Ne? Kommen Sie jetzt. Wir haben viel miteinander zu besprechen. Ja? Es wird alles ganz anders. Ja. Tobias! Mein Baby, mein Liebling, meine Tina, meine Tina. Tina hat dich nicht sehr vermisst. Aber ich sie. Und ich dich. Ja, mein Baby. Ich gehe jetzt nicht mehr weg. Ich gehe jetzt nicht mehr weg. Meinst du nach Brasilien? Immer bei dir. Bei dir, meine Süße. Und er? Ja, passt.
Sieht jetzt alles anders, Tobias. Ich werde Guldenburg von Sascha übernehmen. Und du und deine Eltern, ihr müsst zurückkommen. Ja? Das ist einfach so. Ich weiß. Das klingt jetzt alles wieder wie eine Laune von mir. Aber diesmal meine ich es ernst. Ich glaube, ich habe jetzt endlich begriffen, wohin ich gehöre. Und was ich will in meinem Leben. Komme ich vor in deinem Leben? Ich weiß nicht. Christine, ich meine doch nur, wir sollten es wenigstens versuchen. Ich gehe nicht zu Sascha und Bettle. Ich brauche kein Schloss. Und keine paar Quadratkilometer Land, um glücklich zu sein. Bist du eine Guldenburg? Nein, das bin ich nicht. Ich bin eine Sternfeld. Und so Gott will, bald eine Mehrungen. Vielen Dank. Nimmst du die mal bitte? Evelyn, Evelyn, wo ist Achim? Kitty. Na, da bist du bei mir in der falschen Adresse. Ich muss ihn warnen. Warum, was hast du denn? Jan, er will, ich kann mich auch irren, aber er hat sich Mutters Pistole beschafft. Was? Ja, wie kommst du jetzt darauf, dass er wegen Achim... Na, Achim hat ihn der Presse ausgeliefert. Suchst du mich? Achim, pass auf! Da ist er ja. Na, komm her, komm! Komm! Ich will mich von dir verabschieden. Und natürlich von dieser feinen Gesellschaft auch. Ich hätte mich zwar in edler Zurückhaltung aufhängen können, oder mich vom Dach deiner Firma stürzen können, liebe Kitty. Aber so ist es doch viel amüsanter, ha? Huh? Oder nicht? Echtes Drama mit echtem Blut. Live. Gibt's hier nichts zu trinken. Barbara, los! Und wenn ihr dann morgen in der Zeitung meinen Nachruf lest, Muttermörder schießt sich eine Kugel in den Kopf, dann könnt ihr sagen, ihr seid dabei gewesen. Ist doch toll, nicht? Was ist das denn? Erdbeerbowle. Sehr sinnig. Trink und mach Schluss. Du willst dich umbringen, also tu's. Achim! Gib dir den Abschuss. Wenn ich es mir recht überlege, könnte ich ja spaßeshalber dich zuerst umlegen. Ja, bitte. Keine Angst. Ich nehme mich auch mit auf eine lange Hochzeitsreise. Achim, mach keinen Unsinn.
Doch. Genau das werde ich tun. Und ihr? Ihr geht jetzt alle schön brav nach Hause. Na los! Na los! Tun Sie, was er sagt. Wir kommen schon zurecht. Das ist nämlich ein ganz neues, geiles Partyspiel. Ihr geht am besten auch. Das läuft doch zwischen dir und mir, also lass die Leutchen zufrieden. Na, geht schon. Ihr beide auch. Los, raus. Wenn du den Mut ansaufen willst, dann kannst du die Bowle vergessen, da ist kein Alkohol drin. Komm. Ich will dir dein Spielzeug nicht wegnehmen. Ich will uns nur was Richtiges zu trinken besorgen. Wie schade. Endlich wirst du mir sympathisch. Und da bringst du dich um. Ja. Endlich haust du mal so richtig rein in die Scheiße. Dich hat doch jeder nach Strich und Faden verladen. Zum Beispiel deine Mutter. Schon als du noch in die Windeln geschissen hast, hat sie dich für sich ausgebeutet. Zuerst warst du ihr Schoßhund, dann ihr Laufbursche und am Schluss ihr Fußabtreter. Sich selbst umgebracht. Jeden verdammten Tag ein Stückchen mehr. Dein Pech war nur, dass du am Schluss dabei warst. Ich habe so sehr darauf gewartet, dass sie es sagt. Wenigstens einmal. Aber sie hat es nicht gesagt! Dass sie dich liebt. Ja! Was erwartest du? Sie hat dich benutzt. Und am Ende, damit du sie ja nicht so schnell vergisst, hat sie dir diesen Stachel ins Herz gesetzt, genau da mitten rein. Mörder. Das hat sie gesagt, stimmt's? Ich kenne sie. Sowas lässt sich Margot Walbeck nicht entgehen. Mörder. Das sitzt. Das hat Klasse. Und funktioniert sogar. Was denn du? Das weiß ich nicht.
Jeder hält mich für ein kaltschnäuziges Großmaul. Auch du, ich weiß. Stimmt ja auch. Das ist meine Methode, mich durchzuschummeln. Ich bin nicht mit einem goldenen Löffel im Mund zur Welt gekommen. Ich habe nichts geschenkt gekriegt. Was ich wollte, musste ich mir nehmen. Auch Evelyn musste ich mir nehmen. Alles, alles. Dir sind die Weiber doch nachgerannt. Dein Konto war doch immer schön prall. Nur was du wolltest, hast du nicht gekriegt. Liebe nicht. Und für voll hat dich auch keiner genommen. Und warum nicht? Weil man eben nichts geschenkt kriegt. Nichts von der Mami. Nichts vom Leben. Und nichts vom lieben Gott. So. Das war's. Ich finde es einfach idiotisch, dass du dich aufgibst. Jetzt, dass endlich losgehen könnte mit dir. Was denn, Mann? Was soll denn losgehen? Außer dem da! Du bist endlich frei, Jan. Vergiss die Leute. Und das Geschmier in die Zeitung. Einige dich mit deiner Schwester. Sie hat dich nämlich verrückterweise wirklich gern. Und fang endlich an, nur dein Leben zu leben. Ich gehe jetzt. Überleg dir's. Was ist? Was haben Sie mit ihm gemacht? Ihn besoffen geredet. Das gleiche wie mit dir damals. Schon vergessen? War die Pistole? Haben Sie die ihm gelassen? Bitte, gehen Sie rein. Nehmen Sie sie ihm weg. Das löst vielleicht auch unsere Probleme. Und ich muss deinen neuen Freund nicht eigenhändig umlegen. Mein Gott, Achim, jetzt halt doch den Mund. Ich meine, was macht er denn? Irgendwas müssen wir doch tun jetzt. Wir können gar nichts tun. Richtig. Jetzt ist er am Drücker. Scheiße. Du hast mir zugetraut, dass ich es tue. Ne? Bei dir weiß man nie. Ich schaff's nicht. Ich bin ein Versager. Kein Grund zur Aufregung, meine Herren. Es wird Herrn Balbeck ein Vergnügen sein, Ihnen aufs Revier zu folgen. Der Spaß wird Sie teuer zu stehen kommen. Es trifft ja keinen Armen. Thank you.
Glaubst du, dass Mutter dich geliebt hat? Aber deswegen müssen wir es doch nicht lassen. Ich wäre jetzt ganz gerne alleine. Aber das kommt doch überhaupt nicht in Frage. Was willst du denn jetzt allein? Wir haben doch allen Grund zu feiern. Was meinst du, was für eine Publicity das gibt? Das hätte keine Agentur besser machen können. Aggressione. Nomen est omen. Ich weiß nicht. Ich bin mir plötzlich gar nicht mehr so sicher. Was meinst du? Unsere Partnerschaft. Ich meine, natürlich kannst du meine Kollektion haben, aber dann... Er will ihn. Maurice, ich will es alleine schaffen. Weißt du, ich habe ein Leben lang getrunken. Ich habe mich an Männer gehängt und zum Schluss stand ich alleine da, ohne irgendetwas. Aber mit uns ist es doch anders. Lass es mich alleine schaffen. Bitte. Martin! Mami! Martin! Pass auf! Ist der Mann weg? Ja. Hallo, Gräfin. Ich kann Sie beruhigen. Jan Barbeck ist verhaftet worden. Das war sehr lieb von Ihnen, Gräfin. Aber bitte, wir sind ja Nachbarn, nicht? Nicht mehr lange. Wie hatten Sie sich doch ausgedrückt? Wenn man andere mit Dreck bewirft? Nein, das nehme ich zurück. Nein, nicht doch. Ich glaube, Sie hatten recht. Eigentlich war ich mir dessen bewusst, als ich beim Express anfing. Ich dachte, der Zweck würde die Mittel heiligen. Den Dreck von meinen Händen waschen. Aber so funktioniert es nicht. Nicht mal Guldenburg ist das wert, dass man seine Seele verkauft. Vielleicht wollen Sie mal einen Blick reinwerfen. Es ist ein ganz guter Roman. Nur sein Hintergrund ist geschmacklos, denke ich. Soll das heißen, dass Sie das nicht veröffentlichen? Ja. Das einzige Exemplar. Es gehört Ihnen. Erinnerung an Guldenburg. Steig ein. Bitte, darf ich Sie zum Abendessen einladen? Es ist vielleicht hier das letzte Mal. Danke, Gräfin. Wir kommen gerne. Freust du dich? Und wie ich mich freue. Ich freue mich auch. Noch 20 Kilometer. Die werden Augen machen. Nane schläft. Eingeschlafen. Was hast du geträumt? Ich habe geträumt, ich wäre eingeschlafen. Wo sind wir denn? Gleich da. Also jetzt reicht's mir. Was
Was, wenn ich daran denke, dass du bald nicht mehr hier bist? Es wäre wohl zu viel verlangt, wenn ihr mich mit auf die Hochzeitsreise nehmen würdet. Ja, wie stellen Sie sich das vor? Sie können mir doch nicht meinen einzigen Lebensinhalt einpacken und wegnehmen. Schau mal, kann Schlusstascher nicht ins Gewissen reden? Was denkt der Kerl sich eigentlich? Ja, das Ende fehlt in Ihrem Roman. Sind Sie sicher? Wie gemütlich, ein Feuer. Vater, ich denke, du bist in Wien. Ja, das dachte ich auch, aber doch habe ich mir es anders überlegt. Wie schön, da kannst du gleich mit uns packen. Das haben wir gern. Guldenburg steht am Abgrund und ihr trinkt Champagner und schlürft Austern. Anscheinend geht's euch blendend. Irgendetwas stimmt nicht mit dir. Sag mal, irgendwas stimmt nicht mit dir. Also getrunken hast du nichts, aber irgendwie riechst du nach... Nach Babywindel, ja, das ist möglich. Du warst bei Tina. Du warst bei Tina. Bitte? Ich lauf's dir auf. Gnaden. Jetzt wird alles wieder gut. Jetzt wird alles wieder gut, Mama. Zeig den Scheck, Nane. Wir können Sascha auszahlen. Du hast Claudio? Lassen wir das. Ich will das alles so schnell wie möglich vergessen. Jetzt schau nicht so, Mama. Oder habe ich wieder was falsch gemacht? Nein, mein Herz. Nein, 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 nein. Also, das ist too much. Nane meinte, wir sollten sofort mitkommen. Aber wenn Sie meinen, dass... Ja, wenn Nane das meint. Und schluchzend fiel die überglückliche Gräfin dem alten Chauffeur in die Arme. Ach, Herr Kröger. Kröger, sagte sie. Kröger, natürlich können Sie wieder bei mir anfangen. Natürlich können Sie wieder bei mir anfangen. Thank you.